Das Internet ist manchmal ein komischer Ort, in dem es kreative und mehr als nur merkwürdige Bewertungen zu The Sims 4 gibt. Auf die lustigsten davon reagiere ich in diesem Video. Hatte 12 Kinder mit 8 verschiedenen Frauen, wurde Astronaut und bin dann dabei gestorben, als ich versucht habe, Macaroni mit Käse herzustellen. Fasst The Sims 4 wirklich sehr gut zusammen. Gani hat da auch eine positive Bewertung dagelassen. Um diese Rezension lesen zu können, müssen sie sich alle DLCs kaufen und 100 Bitcoin bezahlen, ihr EA-Team. Ja, The Sims 4 ist leider schon ein sehr teures Hobby, muss man sagen. Und es ist kaum zu glauben, wenn wir alle Packs für The Sims 4 kaufen wollen, müssen wir derzeit unglaubliche 1.155 € auf den Tisch legen, eine ganze Menge. Ich bin mal gespannt, wie teuer The Sims 4 dann am Ende so wird, wenn es zu Ende ist. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir dann noch so 200 bis 300 € in die Höhe gehen werden. The Sims 4 fragt nach Bewertungen. Dieser User hat einfach ein Rezept für einen leckeren Nudelauflauf in die Kommentare geschrieben. Den muss mal irgendjemand von euch bitte nachkochen und mir in die Kommentare schreiben, ob der lecker ist. Black76 scheint auch zufrieden sein. Bockt ist sehr eindeutig. The Sims 4 ist in manchen Momenten wohl auch sehr nah am echten Leben dran. Hier hat jemand geschrieben, ich habe eine Familie erstellt und habe sie so ruiniert wie mein echtes Leben. Hoffen wir natürlich mal, dass das hier nur auf so einer gaggigen Ebene gemeint war. Opfert bitte an den Gott des Pooles. Er ist hungrig nach Sims. Meine Freunde im echten Leben kennen ja auch meinen YouTube-Kanal und wenn ich manchmal so höre, wie sie ihre Sims quälen, habe ich schon irgendwie das Gefühl, dass die Lebenserwartung von den Sims wirklich ziemlich niedrig zu sein scheint. Gut. Mehr nicht. Das war irgendwie ein lustiger Kommentar. Mehr aber auch nicht. Hier sieht jemand The Sims 4 deutlich neutraler. The Sims halt. Ein perfekter Zeitvertreib für Tage, an denen man nichts anderes hinbekommt. Zum Beispiel ein Neujahr. Ist es wirklich so, dass man The Sims 4 nur spielt, wenn einem gerade richtig langweilig ist? Mache da immer meinen Crush. Wie in Real Life flirtet er mit anderen. Wenn ich das höre, bricht mir das fast ein bisschen das Herz. Nennt mich komisch, aber ich glaube, das habe ich in meinem Spiel tatsächlich noch nie gemacht. Irgendwie macht es mir mehr Spaß, fiktive Figuren zu erstellen und damit dann so meine Stories zu erzählen, als irgendwelche echten Leute aus dem echten Leben nachzuerstellen. Ich sperre Menschen in einem Haus ein und zwinge sie dazu, sich gegenseitig zu küssen. 10 von 10. Ach, was für ein schöner Kommentar. Man könnte wirklich denken, alle Sims-Spieler sind ganz große Psychopathen. Ich bin jetzt obdachlos und habe all meine Immobilien verloren, weil ich so viel Geld in dieses Spiel gesteckt habe. Es würde euch jetzt vielleicht ein bisschen überraschen, aber The Sims ist tatsächlich nicht alles im Leben. Diese Person hier hat wohl mal versucht, an den Pixeln beim Duschen vorbeizulinsen. Wenn man den Geschmack von warmem Almdudler in ein Spiel verwandeln würde, würde es so wie The Sims 4 schmecken. Ich bin ja bei euch. The Sims 4 hat super viele Probleme, ist an manchen Stellen total schlampig programmiert. Aber sorry, der Vergleich mit warmem Almdudler geht wirklich zu weit. Mein Sohn ist in einem tragischen Feuer ums Leben gekommen. Ich glaube, diesen Kommentar sollte man auf jeden Fall nicht aus dem Kontext reißen. The Sims 4 kann unter anderem auch im Liebesleben helfen. Endlich kann ich eine Freundin haben. Diese Person hier ist wohl die erste, die Gefühle zu einem Sim entwickelt hat. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich das sonderlich bedenklich finden soll. Ehrlich gesagt hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass die Leute bei Steam so lustige Kommentare schreiben. Die wollte ich euch an dieser Stelle natürlich nicht vorenthalten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und dann sieht man sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.